Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu New Pokémon Snap. Ordochs Hobby heißt der neue Auftrag im Basiscamp, den wir heute erfüllen wollen. Und Ordoch tanzt ganz gerne. Willst du es dabei fotografieren, stehen deine Chancen am besten, wenn du es draußen antriffst. Das ist so ein ganz kleiner Hinweis darauf, was wir machen müssen. Wir müssen also Ordoch erwischen, wenn es draußen ist. Das tut es nur an einer bestimmten Stelle von den zwei möglichen Auswahl. Punkten, die wir haben im Basiscamp. Das kriegt jeder hin, aber wie kriegen wir dieses verdammte Ohr doch zum Tanzen? Weil Musik reicht da nicht. Wir müssen wieder ganz schön viel vorher tun. Naja, viel ist es nicht, aber wir müssen ganz schön um die Ecke denken. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Nach dem Intro geht's los. Bleibt dran, viel Spaß. Also wie gesagt, wir müssen das Ohr doch draußen antreffen, also gehen wir mal ganz kurz im Labor, da ist es, komm, wir gehen mal wieder raus, jetzt ist es draußen, wir sind hier am Lagerfeuerstartplatz und wer hier schon ab und zu mal gefahren ist im Basiscamp, weiß, dass das Ohr doch jetzt draußen steht. Wir müssen trotzdem fast die Hälfte der Strecke hinter uns gebracht haben, bevor wir überhaupt das Foto schießen können, Ohr doch steht hier drüben und wir kriegen es einfach nicht zum Tanzen, das wird dem einen oder anderen, der hier auf dieses Video geklickt hat, denke ich mal, genauso gehen und ich zeige euch ganz einfach, wie das funktioniert. Habt ihr die Tempo-Funktion, dann könnt ihr sie erstmal getrost nutzen. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier haben wir auch schon unser Pokémon, was wichtig ist, was nämlich unser Ordoch zum Tanzen kriegt, ein Wommel. Und das müssen wir füttern mit einem Samtapfel. Versucht es so schnell wie möglich dazu zu kriegen, dass es diesen auch isst, weil es dauert ein ganzes, eine ganze Weile, bis hier Wommel dann auf die Idee kommt, loszuflattern. Ihr seht jetzt hier, wird ein bisschen hin und her geguckt und jetzt gleich schwenki schwenki und gleich dreht es sich um und fliegt sozusagen uns hinterher und zwar Richtung Ordoch. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis. Wir verfolgen jetzt unser Wommel und zwar bis zum Ordoch hier drüben. Da kommt's und jetzt haltet ihr auf Ordoch drauf und fotografiert und fotografiert und fotografiert. Denn es dreht sich einmal schön im Kreis und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Bild mit bei. Denn genau das ist das, was gemeint war und was wir machen müssen für dieses Foto. Bewertung beim Professor. So, liebe Leute, ihr seht jetzt hier anhand des neuen Updates, wo wir die guten Fotos drin haben. Das sind hier die vier, die für den Auftrag wichtig sind und jetzt könnt ihr euch hier entscheiden, was für euch das Schönste dieser Bilder ist. Ja, wenn ihr Glück habt, dann trefft ihr es, während es auch zu euch guckt. Mit der Bewertung vom Professor kriegen wir oben auch wie immer die Info, dass wir den Auftrag erfüllt haben und haben unser Bild im Kasten. Da tanzt unser Ordoch. Wir bekommen dafür ein Geschenk und zwar einen neuen Stempel. Du hast es beim Tanzen erwischt. Es ist ziemlich talentiert, oder? Ja gut, wie man will, ne? Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.